Herzlich willkommen zu Medien macht Meinung, den Podcast des Digital Journalism Fellowship der Hamburg Media School. Mein Name ist Anja Kollroß und neben mir sitzt heute Ulrike Dobelstein-Lüthe. Ja, auch herzlich willkommen von mir. Anja, du hast es schon gesagt, mein Name ist Ulrike Dobelstein-Lüthe. Ich leite an der Hamburg Media School die Weiterbildung und das Digital Journalism Fellowship. Ja, schön, dass ihr uns heute nicht nur zuhört, sondern auch zuseht, denn wir begrüßen euch zur ersten Podcast-Aufzeichnung in Ton und Bild hier in den Räumen der Hamburg Media School. Ja, und für unsere erste Premierenfolge in diesem Setting haben wir uns natürlich auch einen ganz tollen Gast eingeladen. Und zwar begrüßen wir heute Nora Vanessa Wohlert aus ihrer Wohnung in Berlin, ist sie uns zugeschaltet. Und gemeinsam mit Susanne Hoffmann hat sie 2014 Edition F gegründet. Eine Online-Plattform für Frauen, sozusagen gedacht als Lifestyle- und Business-Plattform. Fern von den gängigen Klischees, also keine Back- und Schminktipps, sondern mehr Wirtschaft und Politik. Ende 2020 haben die beiden Gründerinnen jetzt das Unternehmen verlassen, sind diesem aber auch noch treu ergeben. Wie das Ganze aussieht, warum sie gegangen sind und welche neuen Projekte Nora Vanessa Wohlert jetzt hat, darüber sprechen wir heute mit ihr. Herzlich willkommen. Danke Anja, danke Ulrike, schön, dass ich da sein darf. Da habt ihr die Messlatte jetzt gleich hoch an Erwartungen gesetzt, dass gleich ganz viel Neues zu hören ist. So viel gibt es noch gar nicht, aber ein bisschen was. Wir werden es herauspressen. Genau. Und zum Anfang gehen wir auch noch mal ein bisschen zurück, und zwar in die Gründungszeit von Edition F. Und da ist die erste Frage, wann hattest du das Gefühl, jetzt hört das Zittern auf mit unserer neuen Geschäftsidee? Jetzt haben wir etwas aufgebaut, was funktioniert. Wann war das? Gab es so einen Zeitpunkt überhaupt? Das ist auf jeden Fall eine interessante Frage. Ich habe mich immer gefragt, wann sich dieses Gefühl mal einstellen wird. Aber es hat sich, glaube ich, bis zum Schluss nie länger mal als einen kleinen Zeitraum eingestellt, muss ich tatsächlich sagen. Ich glaube aber, dass es dieses Zittern, das ist jetzt ein bisschen fatal formuliert, ja, ein Stück weit auch braucht für jedes Unternehmen in dieser Welt. Denn man sieht eben doch, dass man eigentlich nie stehen bleiben darf als Unternehmen, sondern sich ein Stück weit auch immer wieder neu erfinden muss. Also so ein schönes Beispiel dafür ist für mich immer so ein Unternehmen, was jetzt ganz medienfern ist, aber so ein Unternehmen wie Nokia, wo, glaube ich, total klar war, jeder, der irgendwie cool war, hatte mal ein Nokia-Telefon. Ich weiß nicht, ob ihr euch an diese Zeit zurückerinnern könnt. Und irgendwann war dann Nokia gar nicht mehr so en vogue und dann auch ziemlich schnell weg vom Fenster. Und ich glaube, so ein bisschen ist es mit jedem Unternehmen in dieser Welt. Also man darf eigentlich nie da stehen bleiben, wo man sich aktuell befindet, sondern muss immer ein Stück weit auch am Puls der Zeit bleiben oder am besten sogar einen kleinen Schritt voraus sein. Mit welcher Idee seid ihr denn mal gestartet und wo seid ihr denn herausgekommen? Also wie hat sich Edition F entwickelt? Naja, also wenn ich so zurückspule in meinem Kopf ins Jahr 2013, dann war das so das Jahr, wo Suse und ich den Entschluss gefasst haben, zu gründen, das gemeinsam zu machen und wo wir schon eine relativ klare Vision, würde ich sagen, im Kopf hatten. Und das war, dass wir auf jeden Fall erkannt haben zu dem Zeitpunkt, dass es eigentlich eine sehr große Lücke in der Medienlandschaft gibt. Und die Lücke, die wir gesehen haben, war vor allem irgendwie Frauen ähnlich wie uns zu erreichen, digital mit einem Produkt, was die Zielgruppe ernst nimmt. Und das war sowas, das hat uns irgendwie gefehlt. Also natürlich lese ich auch gerne klassische Frauenmedien oder konsumiere sie und blätter das irgendwie mal durch. Aber ich habe mich da drin nie so richtig wiedergefunden zu 100%. Auch wenn es irgendwie mal vergnüglich war, hat es mich intellektuell auf jeden Fall nicht richtig herausgefordert. Und so ein bisschen so ein ähnliches Gefühl hatte ich im Jahr 2013 mit den doch eher klassischen Wirtschaftsmedien, die eben sehr männlich fokussiert waren, wo man oft Männer auf den Covern gefunden hat und auch insgesamt so, die einfach sehr männlich daherkamen. Und da
haben wir sehr viel Potenzial drin gesehen, diese Zielgruppe der Frauen nochmal anders zu erreichen und zu bedienen. Und da hatten wir große Lust drauf zu dem Zeitpunkt. Und unsere Vision war ganz klar, Frauen eine Bühne zu geben. Und das hat sich heute bei Edition F eigentlich nicht verändert, wenn auch wir das in all den Jahren mit sehr unterschiedlichen Geschäftsmodellen probiert haben, wenn wir uns sicherlich auch thematisch weiterentwickelt haben mit der Zeit, was ja dann auch ganz viel durch Team und durch das Gespräch mit den LeserInnen einfach entsteht, ne? Also da wächst dann ganz viel auch über das eigene natürlich irgendwann hinaus und das habe ich immer als sehr befruchtend wahrgenommen. Du hattest ja eben gerade schon erzählt, es braucht auch diese Momente, ne, auch dieses Zittern, dass man immer wieder vorankommt, dass man sich neue Ideen ausdenkt. Dennoch möchte ich nochmal nachhaken, gab es dennoch mal so Momente, wo ihr gesagt habt, jetzt müssen wir aber irgendwie mal, jetzt sind wir uns nicht mehr sicher, da kommen Zweifel auf, ob wir überhaupt noch den richtigen Weg gehen. Gab es solche Momente? Davon gab es extrem viele, ehrlich gesagt. Also wenn man jetzt so die letzten 7,5 Jahre anguckt, die das ja Susanne und ich sehr intensiv gemacht haben, zusammen mit dem Team, dann ist es schon so, dass die ersten ganz kleinen Zweifel schon aufkamen, bevor wir überhaupt gegründet haben. Ja, ich erinnere mich noch sehr gut, wir waren damals beide, sind beide aus einer festen Anstellung gekommen und ich habe schon, glaube ich, immer so ein unternehmerisches Gen in mir getragen, aber das durfte nie so richtig raus. Also ich hatte immer das Gefühl, dass das mit sehr viel Risiko verbunden ist, dass meine Eltern sind beide nicht aus dem unternehmerischen Umfeld, auch meine Familie als Gesamtes nicht, auch meine Freunde zu dem Zeitpunkt, so meiner Schul- und Uni-Zeit und so. Ich komme aus den Geisteswissenschaften. Es war relativ weit weg vom Unternehmertum, würde ich sagen. Und dann habe ich aber auch in mir immer sowas erkannt, was schon gezeigt hat, dass ich mein ganzes Leben eigentlich schon sehr gerne groß gedacht habe, strategisch gedacht habe und auch über meinen Bereich hinaus. Und ich glaube, dass das etwas ist, was man auf jeden Fall mitbringen sollte, wenn man Unternehmerin wird. Und insofern hatte ich da so leise Zweifel in mir, kann ich das ohne BWL-Studium, ohne die Erfahrungen gemacht zu haben, schon mal in meinem Leben. Aber alles macht man ja irgendwann zum ersten Mal. So ist es nun mal im Leben. Und deshalb war dieser Zweifel für mich irgendwann so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Und ich glaube, dass das auch der Moment ist, weil mich fragen immer so viele Leute, wie hast du gemerkt, dass das der richtige Schritt ist mit der Gründung? Und für mich war, glaube ich, dieser Moment, in dem ich meine Ängste überwinden konnte und gesagt habe, das ist mir jetzt alles egal, ich wage diesen Schritt, weil ich dadurch eigentlich nur gewinnen kann, der Moment, der für mich klar gemacht hat, dass das jetzt auch die richtige Idee ist und mit der muss ich es machen. Dann war es so, dass wir relativ am Anfang schon mit ganz großen Verlagen gesprochen haben, weil wir irgendwie gedacht haben, vielleicht kann man sich da gleich andocken oder eine strategische Finanzierung bekommen und so weiter und so fort. Und alle Verlage sagten damals zu uns, das war echt sehr interessant. Wir haben da schon ganz viel Forschung gemacht in dem Bereich und haben ganz viele Studien gemacht und Umfragen und so. Und Frauen wollen so ein Medium nicht. Und natürlich verunsichert das einen, ne? Wenn man selber ja all dieses Geld gar nicht hat, um das jetzt in große Studien und so zu stecken und sehr, sehr viele etablierte Verlage einem dieses Feedback geben, aber macht mal und vielleicht belehrt ihr uns eines Besseren, so ungefähr. Man denkt dann so, okay, vielleicht doch nicht so eine gute Idee. Allerdings war dieser Zweifel nur von sehr kurzer Zeit, weil wir dann doch sehr stark auf unser Bauchgefühl und auf die Gespräche geachtet haben, die wir eben mit vielen Frauen auf einer persönlichen Ebene geführt haben. Und ich glaube, dass sich damals schon sehr klar gezeigt hat, dass eigentlich die Antwort man erst richtig dann finden kann, wenn man anfängt damit. Weil man kann, glaube ich, in der Theorie viele Dinge fragen, fändest du das gut und was denkst du dazu und so.
Am Ende müssen die Leute das Produkt fühlen, erleben und konsumieren und dann wirklich ein Gespür dafür zu kriegen, ob das etwas ist, was sie brauchen. Und das war dann schon, muss ich sagen, sehr schön zu sehen, dass wir doch sehr schnell einfach eine für uns, sage ich mal, an unseren Vorstellungen gemessene Reichweite erlangen konnten und gemerkt haben, dass da ganz viel zurückkommt aus der Community und dass es auf jeden Fall das Bedürfnis nach diesem Produkt gibt, an das die großen Verlage eben nicht geglaubt haben. Was war denn die Begründung dafür, dass Frauen das nicht wollen? Also hattest du das Gefühl, das ist eine Ausrede für, wir wollen nicht mit investieren, uns ist das nicht sicher genug? Oder hattest du das Gefühl, da sitzen Menschen möglicherweise in Entscheidungsposten, die gar nicht so an ihrer Community dran sind oder gar nicht so sehr am Leser, User? Ja, das war eher mein Gefühl. Nee, das war eher mein Gefühl. Also ich hatte... Also jetzt, ich glaube, beides so ein bisschen. Ne? Auf der einen Seite ist es sicherlich so, dass jetzt die großen Verlagsdickschiffe, die wir so haben in Deutschland, auch relativ wenig sich getraut haben, auszuprobieren in den letzten Jahrzehnten. Das würde ich schon sagen. Und auch die Dinge, die sie ausprobiert haben, dann sehr schnell eigentlich wieder aufgegeben haben, wenn sie nicht funktioniert haben. Ne? Also vielleicht schon nach 1-2 Piloten oder wenn nicht innerhalb kürzester Zeit auch finanziell das dabei rumgekommen ist, was man so erwartet hatte. Insofern muss ich persönlich sagen, bin ich wenn ich das so Revue passieren lasse, total froh, dass damals alle Verlage gesagt haben, nee. Denn ich glaube, wir hatten so sehr viel mehr Freiheit und konnten sehr viel mehr auf uns und unser Team und die Community hören. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr gut, dass das so war. Zumindest für die ersten Jahre. Und auf der anderen Seite ist es mit 100%iger Sicherheit ein Punkt, dass man als großer Verlag oft nicht mehr so nah dran ist an seiner Zielgruppe, wie das für uns so möglich war. Also es ist eine Kombination von beiden, ganz klar. Also wenn ich so ein bisschen raushöre, also was so schon mal Tipps sind, erstmal einfach machen und einen langen Atem haben. Was wären denn sonst noch so, ich sag mal, Sachen, die du vielleicht jetzt Gründerinnen und Gründern empfehlen würdest, wenn die starten wollen? Es ist ja immer noch so dieses, ne, was du gesagt hast, der Zweifel, der ist von Anfang an da. Bloß, wie kann man es machen, dass man auf die nicht mehr so hört und einfach seinem Bauchgefühl folgt? Ich glaube, vorweg ist da einmal wichtig zu sagen, dass mit Sicherheit nicht jeder Gründerin werden muss in dieser Welt. Also manchmal habe ich das Gefühl, es ist so ein bisschen so ein Trend und ich finde es mega cool, wenn Leute diesen Schritt wagen und sich trauen zu gründen und will auch jeden, der irgendwie glaubt, dass das der richtige Weg sein kann, dazu sehr stark ermuntern, es auszuprobieren. Ich habe mir da immer gesagt, was ist das Schlimmste, was passieren könnte? Und das Schlimmste wäre, man hat es probiert, es hat nicht funktioniert, man hat wahnsinnig viel an Erfahrungen dazu gewonnen und bewirbt sich dann eben wieder und arbeitet irgendwo fest. Denn ich glaube, jeder, der von sich denkt, dass er gründen kann, weiß auch von sich, dass er grundsätzlich auch das Potenzial hat, irgendwo angestellt zu arbeiten. Insofern, das ist so ein bisschen das, was ich mir immer sage, aber nicht für jeden ist das was, ne? Denn du brauchst schon es ist sehr viel unsicherer natürlich, als die meisten Festanstellungen so sind. Ne? Man muss schon damit lernen, umzugehen, dass man nicht immer weiß, woher das Geld in 6 Monaten kommt, dass man immer dranbleiben muss, dass man ein Stück weit auch vielleicht stärker als in einem Angestelltenverhältnis 24/7 damit beschäftigt ist, über das Unternehmen nachzudenken, dass man auch ein Stück weit für das Team immer ansprechbar ist und so weiter und so fort. Du wirst immer damit assoziiert, was du da tust, noch stärker, als wenn du irgendwo angestellt bist. Das sind so Überlegungen, die man einfach für sich treffen muss. Und wenn man aber denkt, okay, das ist das, was ich machen will, dann wird man das irgendwann für sich selbst spüren. Was ich auf jeden Fall empfehlen kann, ist sehr genau darüber nachzudenken, mit was man da seine Zeit verbringen möchte. Ne? Also da auch ehrlich zu sich selbst zu sein. Es gibt sehr unterschiedliche Typen auch von GründerInnen, würde ich sagen. Also
Und ich finde alles vollkommen legitim. Also ist es eher so, dass man total businessgetrieben ist, man sieht eine Lücke, man sieht ein Marktpotenzial, da geht man rein, man hat ganz klar vor Augen, ich will das Unternehmen jetzt vielleicht 3 bis 5 Jahre machen oder 3 bis 7 Jahre und dann schwebt mir ein Exit vor, vollkommen legitim. Aber dann würde ich vielleicht anders daran gehen, als wenn ich sage, ich möchte jetzt ein Unternehmen aufbauen, wo ich, weiß ich nicht, das möchte ich mein Leben lang dann machen und vielleicht dann in der Familiennachfolge weiterführen. Denn das ist tatsächlich so ein bisschen die Grundüberlegung, die da steht, wenn es um das Thema Finanzierung geht. Und das Thema Finanzierung ist gerade am Anfang wahnsinnig wichtig, natürlich für Startups. Also darüber nachzudenken. Genau, ja. Der Exit, du hast es gerade angesprochen, der Exit nach 7 Jahren, den habt ihr ja dann gemacht bei Edition F. Also ihr seid ja noch... Aber nicht den Exit, den ich gemeint habe. Nein, Exit meinte ich den Unternehmensverkauf. Ja. Genau, ihr habt euch aus der Geschäftsführung zurückgezogen. Ja. Seid ja Hauptgesellschafterin weiterhin. Ja. Was hat euch trotzdem zu diesem Schritt bewogen? Das ist ja schon, dass man jetzt aus diesem operativen Alltagsgeschäft, so sag ich mal, seines Babys sich zurückzieht. Was waren da so eure Schlüsselmomente und wie leicht ist dann der letzte Tag gefallen? Cool, jetzt haben wir ja sehr viele Monate und Jahre übersprungen. Muss ich mich mal kurz in die letzten Monate beamen, sozusagen. Ich glaube, man merkt sehr klar als Unternehmerin, dass man immer mit 100%iger Leidenschaft das machen muss. Ne? Also es ist eine sehr, sehr große Achterbahnfahrt mit sehr, sehr schönen Höhen und sehr tollen Momenten und sehr tiefen Tiefen. Vielleicht nicht für jeden, aber für uns war das auf jeden Fall. Also, und ich muss sagen, dass wir die Tiefen immer als große Chancen auch für uns erkannt haben und da sehr viel gelernt haben, bestimmt Sachen falsch gemacht haben, aber auf jeden Fall manches Mal auch in den Momenten, als wir eigentlich mit dem Rücken an der Wand standen, so unsere stärksten Ideen hatten. Es war zum Beispiel so, als wir nach November 2015, da haben wir unsere letzte externe Finanzierungsrunde gemacht und dann hatten wir sehr lange kein externes Geld aufgenommen und wir haben aber gemerkt, das Geschäftsmodell ist noch nicht weit genug und wir werden das nicht schaffen ohne externes Geld oder ohne irgendein neues Geschäftsmodell oder ohne dass eins der Geschäftsmodelle, die wir schon machen, auf einmal anfängt total zu fliegen. Und wir wussten, es muss jetzt sehr schnell passieren, denn wenn das nicht passiert, dann haben wir auf jeden Fall ein Liquiditätsproblem in der Firma. Und es war der Zeitpunkt, wo Suse, meine Mitgründerin, gerade Mama geworden ist und ich so ein bisschen alleine mal für ein paar Wochen im Unternehmen war und wir... Und ich hatte echt das Gefühl, oh scheiße, das ist wirklich ein schwieriger Zeitpunkt. Dann hatten wir aber fast ein bisschen Glück, weil Suse gar nicht mehr so im Tagesgeschäft drin war und da so ein bisschen operative Freiheit hatte und dann sehr intensiv so ein bisschen mit mir von der Seitenlinie darüber nachdenken konnte, wie wir das Thema jetzt lösen. Und das war der Zeitpunkt, als damals die Female Future Force Academy, unser digitales Coaching-Programm, startete. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass dieses dann doch sehr erfolgreiche Coaching-Programm gar nicht entstanden wäre, wenn wir damals nicht in so einer finanziellen Schieflage gewesen wären, wie wir das waren. Insofern gibt es ganz oft Chancen in diesen Krisen. Was war jetzt anders im letzten Jahr? Also im letzten Jahr war irgendwie logischerweise für uns als Unternehmen, was dann vor allem auch einen sehr großen Eventbereich aufgebaut hatte in den letzten Jahren. Wir haben sehr unterschiedliche Events gemacht, eine sehr, sehr große Konferenz im Jahr mit über 5000 Teilnehmenden und dann weitere kleinere Events, ein 25-Frauen-Award, das waren immer so ungefähr 800 Gästinnen, die wir da hatten und Dinnerformate und so weiter und so fort. Und all das war eben klar, wo wir jetzt ja dann natürlich auch im Vorfeld schon sehr lange dran gearbeitet hatten, wird in einem Jahr 2020 nicht möglich sein.
Es war also der Moment, wo wir wieder sehr stark auf das zurückgeworfen wurden, was wir sonst hatten an Geschäftsmodell. Also was können wir jetzt machen, um die Firma ausreichend zu stabilisieren und im Endeffekt 70% der Einnahmen, die wir geplant hatten, mit Events zu realisieren in dem Jahr, ausgleichen zu können. Und ich glaube, wir hatten da auch letztes Jahr sehr viele Ideen zu, Suse und ich, und haben auch viele Dinge angestoßen. Aber wir haben auch zum ersten Mal uns sehr intensiv mit dem Gedanken beschäftigt, was wäre, wenn es nicht klappen würde. Und eigentlich, muss ich sagen, war es dann, als wir gemerkt haben, dass es wieder losgeht und so. Und es war total schön natürlich zu sehen, dass wir es geschafft haben, in sehr, sehr kurzer Zeit auch den Werbearm, den wir ja haben, mit vor allem Branded Content und Native Advertising so auszubauen, dass er das Potenzial hat, auch vieles auszugleichen, was wir im Event nicht erzielen können. War es doch so, dass ich gemerkt habe, und das haben Suse und ich relativ zeitgleich gespürt, dass wir vielleicht nicht mehr zu 100% die Richtigen sind, um in dieser operativen Spitze des Unternehmens zu stehen. Weil wir in 7 Jahren sehr viel unterschiedliche Dinge ausprobiert hatten, weil vieles gut war, vieles schlecht war, was wir gemacht haben. Und am Ende vielleicht nicht mehr das gleiche Gefühl da war wie in Krisenmomenten davor. Und das ist dann so der Moment, wo man sich selber, glaube ich, sehr ehrlich angucken muss und sich fragen muss, bin ich noch die richtige Person für das Unternehmen und ist das Unternehmen an dieser Stelle noch das Richtige für mich? Und das haben wir im letzten Jahr zum ersten Mal mit Nein beantwortet. Und deshalb haben wir die Entscheidung getroffen, rauszugehen. Ja. Was wahnsinnig mutig ist. Und total offen und ehrlich ja auch, ne? Also ich glaube, da gibt es viele Geschäftsführer, die dann erstmal an ihrem Posten bleiben und versuchen, da weiter voranzukommen und sich das gar nicht zugestehen wollen, dass es vielleicht an ihnen liegt sozusagen, weil sie eben nicht mehr die passende Person dann sind. Wie war denn die Suche nach einer Nachfolge dann für euch? Mit welchem Gefühl habt ihr das gemacht? Also wir haben natürlich sehr darüber nachgedacht, wie man das überhaupt gestalten kann. Ne? Denn tatsächlich, gerade wenn es ein Jahr ist, auch wo Kurzarbeit im Unternehmen ist und wo es eine angespannte Situation ist und man möchte natürlich alles irgendwie bestmöglich übergeben und dann öffentlich zu sagen, wir gehen raus und suchen wen Neues und das alles so offen zu lassen, wäre sehr, sehr schlecht gewesen, auch Kunden gegenüber. Ne? Weil natürlich ist es da gerade in so einem Jahr und auch dem Team gegenüber wichtig, auch ein bisschen Sicherheit auszustrahlen. Und so eine Sicherheit kommt logischerweise auch durch eine Geschäftsführung. Und das waren eben Suse und ich in dem Moment. Und deshalb haben wir sehr intensiv überlegt, wer könnte intern in Frage kommen und haben dann glücklicherweise eine sehr gute Wahl intern gefunden. Das ist sicherlich ein großes Glück gewesen, dass wir da jemanden identifizieren konnten, der einfach, wo wir das Gefühl haben, diese Person kennt das Unternehmen gut, die Person hat aber auch Hunger auf Neues noch, die Person bringt eigentlich alles mit, was es braucht, um Geschäftsführerin von diesem Unternehmen zu sein. Und deshalb ist unsere Ansprache damals auf Lana gefallen, die schon 5 Jahre uns sehr eng begleitet hatte, schon sehr unterschiedliche Dinge im Unternehmen gemacht hatte und zuletzt Head of Partnerships bei uns war und dadurch eben natürlich auch eine sehr große Nähe hatte zu allen Kunden, die Edition F hat, was natürlich auf jeden Fall wichtig ist, gerade in einem Krisenjahr einfach dieses Feld des Sales auch zu sichern. Und Lana war glücklicherweise vom ersten Moment an sehr, sehr angetan von der Idee und hat gesagt, also natürlich muss ich darüber nachdenken und da auch mal mit 1-2 Personen drüber sprechen. Und ich finde es sehr, sehr schade, dass das bedeuten würde, dass ihr dann nicht mehr im Unternehmen wird, weil das ist ja natürlich auch die Nachricht, die wir ihr im gleichen Zuge überbracht haben. Und das hat sich dann aber in ihren Gedanken auch als sehr, sehr positiv dargestellt. Und sie hatte eben große Lust, genau das zu machen.
Ihr seid ja 2014, hatten wir schon gehört, seid ihr damals gestartet mit der Edition F. Damals hieß es ja noch von den Verlagen, anscheinend gibt es die Zielgruppe dafür nicht. Wenn wir uns heute jetzt mal angucken, 2021, braucht es da noch so Formate wie Edition F? Oder sagst du, wenn du dir den Markt jetzt mal anguckst, der ist schon relativ gesättigt, Frauen werden in der Berichterstattung schon genug mitgedacht. Wie schätzt du das ein? Das ist natürlich eine Frage, die mir oft begegnet. Also ich glaube, auch die Antwort ist sehr leicht. Also ich bin fest davon überzeugt, dass es solche Formate noch braucht, auch sehr lange noch brauchen wird. Und selbst wenn es sie nicht mehr brauchen würde, sie eine absolute Daseinsberechtigung hätten, weil man immer die Agenda und auch die Prozesse ja einfach mitgestalten möchte als eine Stimme von vielen. Und ich glaube, wir sind in den vergangenen Jahren, und das war schon immer eigentlich unser Ansatz, mehr in Kooperation als in Konkurrenz zu denken. Und das betrifft sehr viele Kooperationen, die wir in den vergangenen Jahren schon gemacht haben mit, weiß ich nicht, mit Zeit Online haben wir immer intensiv zusammengearbeitet, auch mit dem Handelsblatt, auch mit klassischen Frauentiteln und so weiter und so fort. Und ich habe immer das Gefühl, es befruchtet sich eher. Was schön ist, und das hast du angesprochen, ist, dass ich schon das Gefühl habe, dass es mittlerweile zumindest ein Stück weit mehr zum Mainstream geworden ist, dass auch, sage ich mal, feministische Themen im Mainstream stattfinden oder Frauen auf Covern sind und so. Reicht das? Und stehen wir jetzt bei einer kompletten Gleichberechtigung? Nein, natürlich nicht, sehr lange nicht. Und es reicht ja auch nicht, bei Feminismus stehen zu bleiben, sondern dann geht es eben auch um intersektionalen Feminismus und so, wo gar nicht Edition F als Stimme reicht, ne? Sondern wir ganz, ganz viel brauchen. Also ich glaube, jede Publikation hat ihre Daseinsberechtigung und jedes Medienunternehmen. Und eigentlich ist es schön, umso mehr Stimmen es da draußen gibt und umso mehr Potenzial auch genutzt wird für Dialog, für irgendwie Beitrag zu Debatten und so weiter und so fort. Insofern, es gibt irgendwie Schritte, die gemacht wurden in den vergangenen 7 Jahren, sonst wäre es sehr traurig. Sicherlich haben wir bei einigen Sachen auch geholfen, Themen stärker in den Mainstream zu tragen. Darüber freue ich mich sehr, dass das gelungen ist und ich glaube, jetzt liegt noch ein sehr weiter Weg vor uns. Jetzt wirst du ja neue Wege auch einschlagen und ganz sicher wird sich auch die Frage vielleicht wieder nach der Finanzierung stellen. Braucht es in Deutschland andere Förderprogramme für Gründungen? Braucht es vielleicht auch Förderprogramme speziell für Gründerinnen? Wie ist dein Blick auf diesen Markt, auf diese Finanzierungsmöglichkeiten? Ja, also da bin ich ganz fest von überzeugt, dass es absolut noch nicht ausgeschöpft ist, das Potenzial, was wir in dem Bereich haben. Wir sehen, dass noch immer nach vielen Studien, vor allem auch vom Bundesverband Deutscher Startups, es gerade im digitalen Bereich immer noch sehr, sehr wenig Gründerinnen gibt. Die Zahlen liegen da so bei 13-14%. Die stagnieren auch seit Jahren. Also wir machen da leider keine großen Schritte, auch wenn es immer mehr Gründerinnen gibt, die medial stärker gesehen werden, sind es dann doch sehr oft die gleichen, die wir sehen. Insofern, glaube ich, gibt es da wahnsinnig großes Potenzial, was halt aktuell nicht genutzt ist. Denn ich kenne viele Frauen, die eigentlich große Lust hätten zu gründen, die aber an sehr unterschiedlichen Stellen mit sich hadern. Und da geht es natürlich auch um Finanzierung. So Finanzierung und Zugänge zur Finanzierung sind ein ganz großes Thema. Es gibt schon wahnsinnig viel, muss man sagen, was man machen kann. Das ist auf der einen Seite natürlich irgendwie recht klassisch für die Start-up-Szene, erst mit Business Angels zu sprechen, dann im späteren Verlauf der Finanzierungsrunden sicherlich auch mit Venture-Capital-Unternehmen und so weiter und so fort. Das ist jetzt sehr klassisch und das ist auch nicht was für jedes Unternehmen. Dann gibt es natürlich immer noch die Möglichkeit, über sehr kreative Wege, zum Beispiel über Crowdfunding, auch Produkte zu launchen und zu begleiten. Auch da haben wir Erfahrung mit. Und ich muss sagen, dass es
sich auf jeden Fall lohnt, es auszuprobieren, aber auch sehr viel Arbeit natürlich ist. Für uns war es sehr erfolgreich, deshalb würde ich das jedem empfehlen, sich damit auch zu beschäftigen. Und sicherlich sind auch Banken immer noch eine Säule von Finanzierung. Aber ich glaube, dass es gerade, also ehrlich gesagt, staatlich finanziert gibt es natürlich irgendwie klassischerweise den Gründerinnenzuschuss von der Bundesagentur für Arbeit. Dafür ist Grundvoraussetzung, dass man vorher festangestellt war und jetzt arbeitslos ist. Das ist ein gutes Instrument. Ich glaube, dass es vollkommen legitim ist, dass es das gibt, aber das reicht natürlich nicht. Und dann gibt es relativ klassisch so Programme, die man innerhalb der Universität oder 2-3 Jahre nach Abschluss nutzen kann. Das reicht für mich absolut nicht. Also da muss es einfach mehr geben, gerade auch was die Förderung von Frauen angeht, meiner Meinung nach. Sicherlich auch, was die Förderung von Männern angeht, denn Innovation brauchen wir in Deutschland ganz klar und auch unabhängig vom Geschlecht. Aber da sehe ich ganz viel Potenzial und würde mir wünschen, dass die Politik sehr viel intensiver darüber nachdenkt, wie kann man Barrieren abbauen, Vorteile schaffen, indem man zum Beispiel auch ungenutzte Büroflächen kostenfrei für Startups anbietet. Also die Palette, was man machen kann, ist sehr, sehr groß und teilweise sind da auch Kommunen und Städte schon sehr kreativ. Und teilweise eben noch nicht so. Man hört schon raus, was das Gründen angeht. Du bist echt eine Expertin. Da gehe ich jetzt mal von aus, nach Edition F, da gibt es ja schon längst neue Projekte, die du angehen möchtest. Was sind das für Projekte und spielen, ich sag mal, so Themen wie Förderung von Frauen oder auch Medien da auch wieder eine Rolle? Ich glaube, das wird immer eine Rolle spielen in meinem Leben. Ne? Es gibt so Themen, die sich, glaube ich, durch ein Leben durchziehen. Und das Start-up-Thema beschäftigt mich ja jetzt schon sehr, sehr viele Jahre, über 10 Jahre, weil ich davor ja auch schon in diesem Bereich gearbeitet habe. Und es mir auf jeden Fall ein großes Herzensanliegen ist, ähnlich natürlich wie das Frauenthema. Es wäre ganz komisch, wenn das jetzt ganz plötzlich weggehen würde. Trotzdem muss ich sagen, man ist nicht immer nur das, was nach außen sofort sichtbar ist für Leute. Und das sind bei mir sicherlich die Themen Startup und Frauen, mit denen ich mich auch sehr gerne weiter beschäftigen möchte. Ich habe mir, als ich diese Entscheidung getroffen habe, jetzt rauszugehen aus der Geschäftsführung, ganz klar gesagt, dass es für mich nicht so ist, dass ich sofort mich in ein neues großes Projekt reinstürzen möchte, sondern dass ich mir auch vor allem auch in diesem Jahr und wenn es notwendig ist, auch im nächsten, gerne sehr intensiv die Zeit geben möchte, darüber nachzudenken, was soll in Zukunft kommen, was möchte ich machen, auch nochmal sehr intensiv zu reflektieren, was ist sehr gut gelaufen bei der letzten Gründung, was ist nicht gut gelaufen, was möchte ich anders machen, wenn ich es nochmal mache. Ich kann mir auf jeden Fall sehr gut vorstellen, nochmal zu gründen. Das ist aber nichts, was für mich gerade unmittelbar so ansteht. Deshalb, also im Moment beschäftige ich mich vor allem mit mehreren kleineren Projekten, von denen einige schon fertig ausgereift in meinem Kopf sind, andere schon fertig ausgereift online sind und wieder andere noch so total in einem gedanklichen Entstehungsprozess sich befinden. Also eine Sache, die es ja auf jeden Fall wieder gibt, ist, dass Suse und ich einen neuen Podcast machen, so ganz ohne können wir es also doch nicht aushalten. Genau, das freut mich auch total. Wir haben ja auch im Rahmen von Edition F schon einen Podcast gemacht. Allerdings da zum Schluss hinter der Wall, was irgendwie auch schön war. Aber jetzt machen wir halt mal wieder was, was man auf allen Podcast-Plattformen auch einfach nachhören kann. Faustdick heißt unser neuer Podcast. Und es geht so ein bisschen, würde ich sagen, um das, was uns und das Leben, ja, also gerade so bewegt. Also wir sagen immer ganz schön, irgendwie manchmal kommt es faustdick und manchmal hat man es faustdick hinter den Ohren. Und ich glaube, das kennt auch jeder von uns so total. Ne? Also jeder hat eben diese Höhen und Tiefen und die begleiten wir so ein bisschen von uns persönlich, aber auch ja, also im weitesten Sinne von unserer Gesellschaft. Also es gibt auch politische Themen, wirtschaftliche Themen, sicherlich auch Start-up-Themen und so weiter und so fort in diesem neuen Podcast von uns, der jede Woche am Freitag erscheint. Langweilig wird dir nicht, weil du hast ja noch Petit Paradiso.
Also ja, mit schönen genau. Orten sich zu beschäftigen. Und was ich gesehen habe, es gibt ein Gartengrundstück und auch da die große Landlust, die ja viele Städter besonders jetzt durch Corona ergriffen haben. Das stimmt, jetzt erfülle ich bald alle Klischees. Ja. Also, Gründerin wohnt in Berlin, Prenzlauer Berg. Start-up-Szene. Und jetzt habe ich natürlich auch noch den Wunsch gehabt, einen Podcast habe ich auch. Und dann habe ich natürlich auch noch den Wunsch gehabt, so eine Gartenlaube zu haben. Du ziehst in die Uckermark. Brandenburg. Es ist eher nicht in der Uckermark, es ist zwischen Uckermark und Berlin. Ganz wichtig. Also in beide Richtungen offen, sage ich mal. Und ich musste daraus natürlich auch direkt einen Blog machen, aber das ist so ein bisschen das, was ich meine. Ja? Also bei Petit Paradiso schreibe ich natürlich auch über diese Entstehung unseres Tiny Houses. Da hatten wir gestern aber einen größeren Rückschlag. Insofern schlechtes Thema für mich heute mit Wasserschaden und so im noch nicht ganz fertigen Haus, Boden wieder rausnehmen, Dämmung wieder rausnehmen und so weiter und so fort. Das war die Krise des gestrigen Tages für mich. Aber ansonsten geht es da oder soll es in Zukunft, das ist ja aktuell nicht so gut möglich, vor allem auch um Reisethemen gehen. Denn tatsächlich reise ich sehr gerne, machen natürlich auch viele Menschen gern und hatte irgendwie einfach Lust, mich auch mal mit diesen Themen intensiver zu beschäftigen. Genau. Und dann denke ich noch über ein Buchprojekt nach, aber das ist noch so gar nicht spruchreif. Da fange ich jetzt so ein bisschen an mit Exposé schreiben und so weiter und so fort. Und da habe ich auch mehrere Ideen grundsätzlich in meinem Kopf. Aber ein Thema, was mich sehr stark bewegt, dreht sich um das Thema politisches Engagement und warum wir alle und mich absolut eingeschlossen immer so eine abwartende Haltung einnehmen und uns gerne über die Politik, Politikerinnen und Politiker beschweren, aber selber doch relativ wenig aktiv werden. Das ist so ein bisschen auch die Geschichte meines Lebens. Ich habe immer punktuell viel gemacht und habe aber trotzdem nie den Schritt gemacht, selber in die Politik zu gehen oder gar ganz so aktiv zu sein wie viele AktivistInnen, die unser Land eben so viel besser machen, als es ist. Und ich würde mir wünschen, dass in jedem und jeder von uns so ein bisschen der Aktivismus anfängt zu leben und darüber denke ich nach, ein Buch zu schreiben. Also wahnsinnig viele Projekte, über die wir leider jetzt nicht mehr alle sprechen können. Nein. Aber vielleicht in der nächsten Folge. Ich glaube, Stoff genug werden wir haben. Ja, dann kommen wir eigentlich schon zum Ende. Genau. Also eigentlich bleibt jetzt nur noch die Frage, wenn alles nicht mehr klappt, kannst du dir noch ein Leben als normale Angestellte vorstellen? Mit so ganz geregelten Zeiten. Natürlich könnte ich mir das grundsätzlich vorstellen. Also es wäre für mich auch gar nicht, dann hat alles andere nicht geklappt, sondern ich finde, dass es immer eine Option sein kann, auch irgendwo anzudocken, wo Menschen schon tolle Ideen hatten und diese Ideen weiterzuführen. Das wäre für mich gar kein Rückschritt, sondern genauso toll, wenn ich mich in diesem Unternehmen wiederfinden könnte. Also ich glaube, dieses Angestelltsein als so rückschrittlich für mich zu betrachten, wäre komplett die falsche Perspektive. Egal, wo man arbeitet, an was man arbeitet und für wen, kann man, glaube ich, immer für sich einen Weg finden, wo man das Gefühl hat, da kann ich unglaublich viel mitgestalten und bewegen. Ja, das hört sich so an. Wir haben heute von Krisen im Unternehmen gesprochen und Krisen im Garten mit Wasserschaden. Es hört sich immer so an, als wenn gerade das, sag ich mal, der Antrieb ist für Neues und Positives. Herzlichen Dank für das Gespräch, Nora. Schön, dass du uns ein paar Einblicke geben konntest. Dankeschön, Nora. Sehr, sehr gerne. Danke an euch. Danke. Ja, das war die aktuelle Folge von Medien macht Meinung, den Podcast des Digital Journalism Fellowship. Vielen Dank heute fürs Zuhören und vor allem auch Zusehen. Wir hoffen, wir sehen uns dann auch beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.